Europa im Fokus. Das große Thema ist natürlich dieser Wiederaufbaufonds. Die Kritiker sagen, warum heißt das überhaupt Wiederaufbaufonds? Es wurde doch gar nichts zerstört. Die Fabriken sind noch da, die Straßen sind noch intakt, zumindest so intakt, wie sie vorher waren. Also wir hatten ja keinen Krieg, wir hatten ja keine Zerstörung. Und sagen dann ordnungspolitisch, naja, das ist jetzt wieder nur eine Umverteilung vom Norden in den Süden. Andere Marktteilnehmer sagen, naja gut, wir haben jetzt endlich mal mehr Integration in Europa und das ist positiv. Und ich möchte das Ganze nun mal mit einem Blick in die Vergangenheit etwas für Sie einordnen. Zunächst, was Sie hier sehen, das sind die Risikoaufschläge, also die Zinsdifferenzen, die Länder wie Portugal, Italien und Spanien im Vergleich zu kurzlaufenden deutschen Staatsanleihen hatten. Also wir vergleichen die Renditen, die verschiedene Staaten mit unterschiedlicher Bonität am Kapitalmarkt zahlen mussten, um Kredite aufzunehmen. Und da sehen Sie, es war in der Historie ganz normal, dass Länder wie Spanien, das sehen Sie in diesem Orange, oder auch Italien, es war ganz normal, dass sie entsprechend einen Aufschlag gegenüber Deutschland zahlen mussten. Die Verschuldung war höher, die Leistungsfähigkeit war geringer, die Wahrscheinlichkeit, sein Geld wirklich zurückzubekommen, war eine andere. Und dementsprechend hat sich dieses höhere Risiko in höheren Zinsen eben niedergeschlagen. Dann haben wir dieses Projekt des Euros und Sie sehen schon, dass in diesem Maße haben wir eine Konvergenz gesehen. Die Zinskonvergenz ist verschwunden. Das heißt, wir haben gesehen, dass man unabhängig von der Bonität des Landes, unabhängig von der Historie des Landes, die gezeigt hat, wie gut oder schlecht man Schulden auch zurückzahlt, gab es hier keine großen Zinsdifferenzen mehr. Das heißt, die Länder speziell aus der Europeripherie, aber beispielsweise auch Frankreich, die hatten auf einmal die Thematik, dass sie sich deutlich günstiger am Markt refinanzieren konnten. Dementsprechend konnte man sich höhere Schulden erlauben, weil niedrigere Zinsen erlauben natürlich höhere Schulden. Und dementsprechend hatten wir schon mal so ein kleines Geschenk, wenn Sie so möchten, in Form dessen, dass eben die Europeripherie von niedrigen Zinsen profitiert hat aufgrund der Gemeinschaftswährung Euro. Man hat dann dieses Zinsgeschenk leider Gottes verkonsumiert, man hat es genutzt, um naja, eigentlich nicht viel Produktives zu tun, sondern vieles ist einfach in den Konsum gewandert. Und wenn Sie dann nochmal diese Phase hier nehmen, insbesondere ab 2000, also diesen Aufstieg von China und diesen massiven Veränderungen in der Weltwirtschaft, Globalisierung und ähnliches, Lieferketten, die sich global anders aufstellen, dann sind einfach in dieser Phase auch viele Jobs, die vielleicht früher noch in der Peripherie Europas gewesen wären, die sind einfach abgewandert nach Asien. Und das konnte man eine Zeit lang kompensieren aufgrund dieser Zinsthematik. Und dann hat man aber festgestellt, naja, die Schulden werden stärker, die Bankensysteme sind dann zu sehr gestresst. Und dann hatten wir im Rahmen dieser Finanz- und Hypothekenkrise, die aus den USA kam, auf einmal eine Überstressung des Bankensektors in verschiedenen Ländern. Wir hatten Immobilienpreisblasen, die geplatzt sind, wie beispielsweise in Spanien. Und dann sehen Sie, dass diese Renditen hier wieder deutlich auseinandergingen. Es war eben die Staatsschulden- und Euro-Krise, dann kam Mario Draghi, der gesagt hat, whatever it takes, und dann hat man das Ganze hier wieder in Liquidität ersoffen und hat auch viele Maßnahmen vorgenommen, die ordnungspolitisch zumindest diskussionsfähig sind und die vielleicht auch nicht immer im Kontext der Verträge, respektive zumindest im Kontext der Erwartungen, die die verschiedenen Mitgliedsländer hier vor dem Euro-Projekt hatten, vielleicht zu 100% passend waren. Sei es drum, man hat dann, wie gesagt, die Thematik, dass die Schulden entsprechend steigen. Ein Land wie Italien seit 20 Jahren keine reale Steigerung in der Wirtschaftsleistung. Steuern und Sozialversicherungsabgaben werden eben aus der Wirtschaftsleistung extrahiert. Wenn diese Daten eben immer schlechter werden, dann haben sie eben diese Schuldenthematik. Und jetzt haben wir wiederum die Phase, dass man sagt, naja, muss man jetzt mehr tun? Von daher dieser Corona-Schock, der so ein bisschen ein abstraktes Thema ist und der direkt niemand vorzuwerfen ist, der scheint jetzt momentan dieses Vehikel zu sein, um mehr europäische Integration zu haben und eben jetzt in diesem Maße zu sagen, es gibt 500 Milliarden Euro entsprechend hier als, man muss es so sagen, als Zuschüsse. Es gibt 250 Milliarden als Kredite, die werden nach einem gewissen Schlüssel verteilt. Diese Schulden werden über die Europäische Union als Ganzes am Kapitalmarkt aufgenommen, werden erst ab 2027 entsprechend getilgt.
da die Europäische Union der Schuldner ist, werden diese Schulden nicht auf die Schuldenquoten der jeweiligen Länder angerechnet, belastet also dementsprechend auch nicht die Verschuldungsquoten, was auch wieder für Bonitätseinstufungen der Ratingagenturen wichtig ist. Also alles in allem sehen wir jetzt, dass wir nach dieser Zinsgeschenkthematik, die leider Gottes verpufft ist und nicht produktiv genutzt ist, die dann aufgedeckt wurde durch die Finanzkrise und die Euro-Staatsschuldenkrise, hatten wir dann die Thematik, dass der Euro-Anleihemarkt durch die EZB massiv stabilisiert wurde. Man hat die Renditen nach unten gedrückt. Man hat wieder es nicht geschafft, wirklich strukturelle Reformen anzustoßen. Und nun hat man eben dieses Thema mehr an Integration, was man über diesen Wiederaufbaufonds hier entsprechend vorantreibt. Und die Frage, wie man das werten soll, wird stark davon abhängen, welcher Denkschule Sie angehören. Die Ordnungspolitiker werden natürlich aufschreien. Die anderen werden sagen, naja, in 100 Jahren werden wir zurückblicken und werden sagen, das waren eben die Kinderkrankheiten, die ein einheitlicher Währungsraum mit einem wirklich einheitlichen Europa eben auch so vor sich hatte. Deswegen ist es notwendig, weil auch Europa politisch, regional, militärisch sich entsprechend zwischen den großen Blöcken China und den USA positionieren muss. Wie gesagt, es ist sehr schwer, da heute zu beurteilen, was richtig oder falsch ist. Beide Seiten haben ihre Argumente, aber wie gesagt, deswegen für Sie nochmal diese Einordnung in den geschichtlichen Kontext. Und dementsprechend bleibt jetzt zu hoffen, dass die Kriterien, die hier für die Vergabe der Gelder relevant sind, also sie sollen eben klimapolitischen Aspekten dienen, sie sollen das Thema Digitalisierung nach vorne bringen, was ja positiv wäre. Sie sollen insgesamt auch die Robustheit der europäischen Wirtschaft stärken. Also es bleibt zu hoffen, dass man mit diesen zweckgebundenen Kriterien, dass es dann wirklich auch so ist, dass man hier langfristige Ziele erreicht, dass wir einen langfristigen positiven Effekt haben und jetzt nicht nur hier entsprechend wiederum den Aspekt, dass wir mit mehr Geld einfach nur notwendige strukturelle Reformen wiederum nicht tun, um dann in 10 Jahren festzustellen, dass man wiederum in die Systeme eingreifen muss, wieder ordnungspolitisch fragwürdig handelt und eben noch mehr Vermögensverschiebungen hier hat. Also das zur Situation in Europa.